Moin Mädels! Moin Jungs, hier ist euer Kalla. Heute spreche ich euch mal das Wort zum Knastwochen, Leute! Ja Leute, heute holen wir uns doch mal wieder ein aktuelles Thema ans Ufer. Knastwoch! Guckt rein, bis gleich. Jungs, da bin ich wieder. Ihr könnt es erahnen oder auch ersehen. Guckt mal im Hintergrund. Ja, wo ist der Kalla denn gerade hier? Ja, der Kalla ist gerade am Knast hier in Iserlohn, Leute. Und wisst ihr was? Der Kalla hat in der Pause natürlich heute mal wieder Bildungsgas gegeben. Heute wieder aktuelles Thema, Leute. Und wisst ihr, was ich da gelesen habe? Hör mal, gibt's doch gar nicht. Dieser Jürgen K., der sitzt schon 18 Jahre in der JVA in Aachen ein, Leute. Und wisst ihr, was mich ja so gewundert? Hör mal, der macht knapp 1500 Euro netto da in dem Ding. Hör mal, gibt's doch gar nicht. Sozialsteuer, versicherungsabgabefrei, Leute. Leute, hör mal, da geht doch was. Und da war ich hier gerade mal da hinten beim Pförtner gewesen. Hör mal, den habe ich erstmal gefragt. Hör mal, ob ich hier, ich bin der Keller-Kollege. Hör mal, kann ich hier auch mal 3 bis 4 Wochen sozialsteuerversicherungsabgabefrei arbeiten, Leute? Da brauche ich mich nicht in den Schwarzmaloche umsehen. Ich will auch mal richtig Netto-Kohle haben. Hör mal, der guckt mich an. Hör mal, Keller, das geht aber nicht. Hör mal, da musst du erstmal ein paar Autos klauen, eine Bank überfallen oder jemanden hinters Licht bringen. Hör mal, sag ich, bin ich doch gar nicht der Typ zu oder was. Aber ich will auch mal, lass mich doch mal rein, da ein bisschen Netto-Kohle ziehen. Hier kommst du so nicht rein, Keller, da musst du schon irgendeine Scheiße bauen. Hör mal, da sage ich doch zu ihm, aber da kannst du mich doch auch mal reinlassen. Ich finanziere dem doch das Zimmer, die Sauferei, Fresserei, hör mal, die Drogen, die da reingehen, die Pafferei, hör mal. Hör mal, der geht doch da auch drin auch noch schwimmen, hör mal, spielt, hör mal, macht Fitnesstraining und pölt noch da auf dem Fußballplatz, Leute. Leben wie Gott in Frankreich, ist doch gar nicht schlecht. Immer sagt er, wie sieht's denn mit der Wursterei aus, wenn ich hier reinkomme, Kollege? Da sagt der Kalla, hör mal, entweder wirst du zum männlichen Hinterlader, hör mal, stießt jeden Abend einen Kerl von hinten ab, oder du kannst den Wedelkönig hinter der Mauer stellen oder auf dem Gäste-WC. Sag ich, Wedelkönig will ich nicht werden, aber da musst du, wenn ich hier reinkomme, mal ein paar aus der Linienstraße oder vom Eierberg holen, aber nicht da abends auf eine blaue. Ihr habt da bestimmt auch noch im Spind liegen, aber da wusste ich die richtig hintere Mauer durch oder auf der Zelle, Leute. Sagt er, nein, Kalla, das gibt's nicht, hör mal. Nein, da sag ich denen, hör mal, die Pfote wedel ich mir hier nicht wund, Leute. Da zahle ich dem lieber das Zimmer, das Frühstück und das Essen da weiter. Soll ich die 14, 1500 Kohle netto reinziehen, Leute? Da fühle ich mich noch ein bisschen verarscht, dass ich richtig knüppeln muss für 1500 netto, Leute. Und deswegen gehen wir heute mal Knastgas, Knallgas!